Nichts bestätigt die Qualität unserer Ausbildung und zugleich die persönliche Fürsorge unserer Dozentinnen und Dozenten besser als die großen internationalen Erfolge unserer Studierenden und Absolventen. Die Hochschule für Musik Karlsruhe kann stolz sein auf vielfältig exzellente Leistungen. Es würde den Rahmen sprengen, alle aufzuzählen, die in den letzten Wochen bei nationalen und internationalen Wettbewerben ausgezeichnet wurden. Doch möchte ich einige wenige besonders hervorheben. Frank Dupré. Er ist Masterstudierender in der Klavierklasse von Frau Professor Sontraut Speidel und in der Saison 2016/17 ist er gleichzeitig Artist in Residence der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz. Frank Dupré wird alle 5 Klavierkonzerte Ludwig van Beethovens vom Klavier aus dirigieren, auch die 5., 6. und 7. Sinfonie leiten. Er wird zudem die Klavierkonzerte von Grieg und Tschaikowski spielen und mit der Staatsphilharmonie Orthez erstes Klavierkonzert und die Jazz-Symphonie aufnehmen. Ich freue mich sehr, dass hier eine besondere Förderung schönste Früchte trägt, denn seit langem schon gilt für unsere Hochschule der Grundsatz: außergewöhnliche Leistungen für außergewöhnliche Begabungen. So wurde Frank Dupré an unserer Hochschule von Peter Oetwösch, Hans Zender und Mario Vensago gefördert. Dann Alumnus Fabio Martino, auch er aus der Klasse von Sontraut Speidel. Er hat den ersten Preis im internationalen Konzertwettbewerb Debüt in der Berliner Philharmonie gewonnen. Er setzte sich gegen 34 Pianisten durch und spielte am 1. Juni das Schumann-Konzert mit den Berliner Symphonikern. Der Trompeter Simon Höfele aus der Klasse von Professor Reinhold Friedrich wurde als SWR 2 New Talent ausgewählt und wird in den nächsten 3 Jahren eine intensive Förderung durch den SWR erfahren. Und als letztes, eine sensationelle Nachricht ging vor wenigen Tagen durch die internationalen Medien. Der erst 15-jährige schwedische Geiger Daniel Osakovic ist beim wichtigsten Klassiklabel der Welt, der Deutschen Grammophongesellschaft, unter Vertrag genommen worden. Er ist der mit Abstand jüngste Musiker, der künftig für das legendäre Gelb-Label aufnimmt. Daniel Osakovic wurde an der Hochschule für Musik Karlsruhe bei Professor Josef Rissin ausgebildet. Bereits als 9-Jähriger begab er sich in die Obhut dieses russischen Violinvirtuosen, der seit 1976 an unserer Hochschule lehrt und viele internationale Violintalente zur Weltklasse geführt hat. Um Rissins Unterricht zu genießen, nahm Daniel Osakovic in Begleitung seiner Eltern regelmäßig die beschwerliche Reise von Stockholm nach Karlsruhe auf sich. Vor 6 Jahren gab er dann sein Konzertdebüt mit Wladimir Spivakov und den Moskauer Virtuosen. In der Folge gewann er die wichtigsten internationalen Violinwettbewerbe und spielte bereits mit renommierten Orchestern. Nun wird er neben anderen Verpflichtungen mit dem Mariinsky Orchestra und den Münchner Philharmonikern unter Valery Gergiev spielen und er kehrt zum Royal Stockholm Philharmonic mit Semjon Bischkow zurück. Lusakovic ist in diesem Sommer wieder, wie übrigens auch Frank Dupré, zum Verbier-Festival eingeladen und nächstes Jahr wird er beim Tanglewood-Festival zusammen mit dem Boston Symphony Orchestra unter Andres Nelsons in den USA spielen. Es macht mich stolz, einer Hochschule vorzustehen, die wie kaum eine andere Ausbildungsstätte in Europa in der Lage ist, solch hohe künstlerische Qualität immer wieder von Neuem hervorzubringen. Dies ist Motivation und Ansporn für uns alle. Mein Dank gilt unseren großartigen Dozentinnen und Dozenten. Bald verabschieden wir uns nun in die vorlesungsfreie Zeit des Sommers, tanken Kraft für all das, was das Wintersemester bringen wird. Hier stellt der neue Struktur- und Entwicklungsplan eine wichtige Etappe dar.
Auch können sich alle an unserem Hause in Stadt und Region wieder auf besondere Konzerte freuen, auf das Festival Zeitgenuss, das Programm des Bläsersinfonieorchesters, auf Apropos Spanien mit Weltstar Teresa Berganza als Ehrengast im Rahmen einer Meisterklasse. All diese exzellenten Leistungen und Angebote erbringen wir mit großer Freude, aber auch unter erschwerten Bedingungen. Denn als zweitgrößte Musikhochschule von Baden-Württemberg stehen wir, was die Stellen an unserem Hause betrifft, weit hinter der kleinsten Musikhochschule des Landes. Vieles wird allein durch hohe Motivation, durch viel Idealismus ausgeglichen. Für solch unermüdlichen Einsatz kann ich als Rektor nur allen herzlich danken. Und ich bin ganz sicher, wenn wir auch künftig in dieser Weise zusammenstehen, schauen wir mit unserer Hochschule für Musik Karlsruhe in eine gute Zukunft.